aufgenommen? Nein. Dann müssen wir nochmal. Ja, dann nimm genau. Film's jetzt? Ja, 3, 2, 1. So, wir sind angekommen und Evelyn hängt symbolisch mal die Jacke an den Kleiderhaken. Das hier wird unser Plätzchen, also vermutlich hier so irgendwie in dem Bereich. Es geht sich gemütlich machen, wir mal ein paar Stöckchen aus dem Weg räumen, noch ein paar Fichtenzapfen aus dem Weg räumen. Wir sind nicht die Ersten, die hier offensichtlich gelagert haben. Weiter hinten im GS zeige ich euch dann irgendwann. Hat es noch eine alte Feuerstelle zugegeben, wahlweise eine ganz gute, aber natürlich auch eine wilde. Ne? Also... Das ist schon ein bisschen dreist in Anbetracht dessen, dass es hier ganz in der Nähe eine legale tatsächlich gibt, finde ich das ein bisschen sehr, sehr, sehr dreist, dass man dann unbedingt sich noch eine wilde anlegen muss. Aber gut, naja, ist jetzt so. Ansonsten, der Platz ist gut und wir machen uns jetzt ganz gemütlich erste Ansätze von häuslich einrichten. Evelyn hat schon ein kleines bisschen Holz gefunden. Da werden wir natürlich noch weiteres finden und gehen dann aber zum Feuern natürlich zur offiziellen Feuerstelle, damit alles seine Richtigkeit hat. Heute ist von der Waldbrandgefahrensituation her gerade noch so vertretbar, dass man in einer offiziellen Feuerstelle, möchte ich betonen, eins macht. Ja. Wenn man weiß, was man tut und vorsichtig ist. Aber inoffiziell wäre schon kritisch gewesen. Das hätte ich schon nicht mehr gemacht. Ja, das ist schön, weil wenn Frau da schon fleißig am Arbeiten ist, dann habe ich natürlich weniger Arbeit und ah! Ich hol den Klärle mal ab, dann kann er auch was schaffen. So, da wir jetzt im Lager angekommen sind, haben wir noch unsere kleinen Gefäße erweitert mit einer Schnur als Hängevorrichtung, damit der Ben, der gleich nochmal losziehen wird, die Gegend erkunden geht, es sägt, und eine Karte anlegen wird, auch noch irgendwas Gescheites dabei machen kann. Hey. Nebst Karte anlegen und erkunden und vielleicht noch was Essbares finden. Punkt, Punkt, Punkt. Und kann da die Köcherchen sich an den Gürtel hängen und bringt da hoffentlich feine, leckere Dinge mit, die es zu essen gibt. Ich werde mich in der Zwischenzeit ums Notfallsignal kümmern, da mir zugetragen wurde, dass die jungscheinzeitlichen Zombies vor allem bei Einbruch der Dunkelheit dann kommen, was zwar noch ein paar Stunden hin ist, aber vorbereitet sein schadet ja nicht. Da beginne ich dann nachher mal eine Pfeife zu schnitzen. Ich habe es heute Morgen noch kurz angeguckt, wie das geht. Mal gucken, wie es dann in der Praxis funktioniert. Also, bis gleich. Hey. Na toll, und ich wollte eine Pfeife basteln. Der Ben hat hier eine Kante so schön abgeschnibbelt. Da kann man... Und das ist richtig Dampflok laut. Dampflok machen. Das ist echt laut. Die ist echt laut. Gut, ich muss aufhören, sonst werden wir plötzlich von anderen Leuten gerettet, die eigentlich gar nicht in der Jungsteinzeit sind. Und dann gibt es ein schwarzes Loch im Raum-Zeit-Kontinuum und die Firma schnell, schnell, schnell kriegt uns auch nicht mehr zurück. Außer die sind wirklich so schnell, 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 wie sie behaupten. Ich zweifle. So, wir starten also Projekt Pfeife schnitzen. Und zwar soll es eigentlich einfach eine einfache Maipfeife geben. So heißen die auch, habe ich heute rausgekriegt. Und zwar als erstes schnitzt man sich von einem Weidenast einfach einmal so diagonal ein Mundstück ab, dass man da bequemer reinpusten kann. Das machen wir gerade mal. So in der Art und Weise. Elegant ist es natürlich, wenn es da noch so eine kleine Wölbung, so einen Bogen hat, wie bei einer Blockflöte. Können wir ja versuchen. So, das wäre Schritt 1. Und Schritt 2 ist, damit die Flöte überhaupt erklingen kann, auf der anderen Seite hier einen geraden Schnitt reinmachen. Jetzt stelle ich es natürlich auf mein Gesicht scharf und nicht auf die Kamera. Also hier einen geraden Schnitt rein und hier nachher noch eine Diagonale, ungefähr 45 Grad Winkel, damit man
hier eine schöne Kerbe hat, wo sich nachher die Luft brechen kann und auch ein Ton erklingt. Und das sollte nach Möglichkeit schön auf der anderen Seite sein. Also ich halte es mir jetzt hier mal auf dem Finger und versuche hier die Kerbe reinzumachen. Die müsse auch gar nicht allzu groß sein. Am besten nicht gegen die eigenen Finger schneiden. Sonst erfüllen wir Punkt 12 nicht, nämlich verletzungsfrei zu Hause ankommen. So, das ist erster Anfang, wahrscheinlich noch ein klein wenig zu klein. Ich mache es noch ein bisschen größer, aber ich habe keine Ahnung, wie groß das eigentlich wirklich sein muss. Ich spiele zwar Blockflöte, aber habe noch nie eine selbst gebaut. Eigentlich auch furchtbar peinlich. Ich denke, das könnte genügen. Grundstück, Ausblasrohr. Und der nächste Schritt ist dann hier einmal rundherum die Rinde schön anzuritzen. Und zwar so, dass man sie nachher ablösen kann. Also gehen wir da einmal rum. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich tief genug drin bin oder nicht. Darum werde ich von hinten, das ist der Teil, den man nicht braucht und ich einfach festhalte, weil es angenehmer ist zu arbeiten. Ich mache mal von hinten ein paar Schnitte rein, zum gucken, ob ich wirklich die ganze Rinde eingeritzt habe, weil ich keine Ahnung habe, wie tief das ich hier eigentlich runter muss. Das sieht schon mal gut aus. Eine kleine Kontrollschnitzerei eigentlich. Und ich versuche auch nicht tiefer als das Rindenniveau runterzukommen. Weil ich gerade auch nicht mehr auswendig weiß, ob ich den Teil noch brauche oder nicht. Ja, heute Morgen geguckt, schon wieder vergessen. Manchmal ist mein Hirn nicht ganz so aufnahmefähig, wie es eigentlich sein sollte. Aber jetzt wird halt rumprobiert. Wir sind ja schließlich in der Steinzeit und haben kein Internet. Dafür haben wir Taschenmesser. Naja, kleiner Logikfehler. So. Und jetzt kommt der lustige Teil. Wir wollen von der Flöte einmal die ganze Rinde ablösen. Sprich, wir nehmen das Taschenmesser und klopfen. So, erster Test, ob sich da schon was bewegt. Natürlich nicht. Das heißt, man soll da relativ vorsichtig sein, aber ich glaube, da kann man auch mit ziemlich brachialer Qual drauf rumkloppen. Weil da muss ja der ganze Saft austreten, damit es wie ein bisschen einen schmierigen Film gibt, damit man das ganze Rindenstück vorsichtig hochschieben kann. Ja, da oben ist zwar schon ziemlich gut lose, aber da kloppen wir noch eine Runde. Also Saft tritt hier vorne schon teilweise aus. Ausprobiert hinten. Es geht schon relativ gut weg, aber wenn man es glaube ich einfach wegschieben will, ist das ein bisschen schwieriger. Nochmal einen Schnitt und klopf noch ein bisschen. Ich gucke immer daneben die Kamera, gell? Ist halt, weil da ein Display hängt. Ich mache einen Schnitt, klopf noch eine Runde und schalte wieder ein, wenn ich es versuche abzuziehen. So, jetzt ging es plötzlich schnell. Es ließ sich abdrehen, aber leider nicht ohne hier zu reißen. Also wir probieren
wir es jetzt trotzdem, die Flöte hier so fertigzustellen. Aber es könnte sein, dass das schon ein zu großer Riss ist, dass das nichts mehr wird. Aber wir hätten hier noch mal ein kleines Stückchen, wo wir durchprobieren können. Ein zweiter Versuch ist also möglich. Das lege ich mal vorsichtig zur Seite hier. Also nur das Rindenstück, man kann durchgucken. Und dann kommt hier ein Luftkanal hinein. Im oberen Stück. Stimmt das? Ja. Ich einfach einmal gerade, möglichst gerade entsprechend abschneiden. Dann kann ich den auch durchsägen bis nach unten. Jetzt muss ich gerade selber überlegen. So, dass das eigentlich der vordere Teil der Block ist, der in die Flöte reinkommt. Hier oben strömt die Luft durch, kommt beim Rindenstück auf die Rinde und da wird die Luft gebrochen und der Ton erklingt. Ja, dann müsste ich hier eigentlich abschneiden können. Mit möglichst einem geraden Schnitt. Durch das Undicken ist nicht ganz so einfach. Ich lege es mal auf die Seite zum da schnibbeln. Das Stückchen geht. Machen wir hinten noch ein bisschen sauber und stecken es wieder zurück in die Flöte. Die dann, wenn ich hier den Riss zusammentue, ein Klang erzeugt, wie schön. Okay, ist höher als die Panflöte, die wir ja auch haben. Ich glaube, die ist fast durchdringender. Und ich bin froh, dass dieser Riss hier doch nicht ganz so übel ist. Ja, jetzt pfeifen wir dreimal und gucken, wie lange es dauert, bis wir gerettet werden. Also, Zeit läuft. Es ist 17 Uhr und 10 Minuten. Ach ja, noch was ganz kurz. So sieht jetzt das gute Stück aus. Nicht auf mich. Schaltet auch die Flöte scharf. So, innen hohl. Und vorne einfach das kleine Holzstückchen wieder reingesetzt mit der kleinen Öffnung, wo die Luft durchzirkulieren kann und hier vorne aufs Halbrund trifft. Ich muss ein bisschen zuhalten, Ich muss hier zuhalten, damit da die Luft nicht irgendwo seitlich entweicht und gerade auch hier über den Riss nicht, sonst funktioniert es leider dann doch nicht ganz so gut. Also, wie gesagt, wir warten auf Rettung. Könnte ja sein, dass die Zombies kommen. So, ich habe hier noch Modell 2 gebaut. Bei Modell 2 muss der Block ein Stück weiter reingedrückt werden, weil sonst die Luft jetzt hier nicht wirklich schön auf das Loch trifft. Und ja, es sind inzwischen 5:30, also ist einige Zeit vergangen. Die Zombies hätten mich wohl getötet, aber wir versuchen es nochmal mit dem Signal und machen jetzt 3 kurze Stöße. Und gucken mal, ob da jetzt irgendwelche Rettung kommt, ne? Scheiße, ist das laut! Rettung? Rettung! Ich hoffe, sie spricht bald durchs Gebüsch. Aber gehört haben muss das jetzt. Also bitte! Also, So, eine kleine Ewigkeit später erblicke ich da hinten meinen Mann,
der seelenruhig mit seinem Selfie-Stick plaudert und nicht auf die Idee käme, mich aus den Fängen der Zombies zu befreien. Also ich glaube, da müssen wir dann schon mal noch mit anderen Sitten auffahren. Geht ja wohl gar nicht. Habt ihr es gehört? Er schreit jetzt, wäre er bereit für ein Notsignal. Dabei war es das doch schon. Ich wäre schon längstens von den Zombies entführt. Also ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit müsste er schon an den Tag legen. Geht ja wohl gar nicht. So, der feine Herr brauchte noch einen Moment zum Blaubeeren sammeln und wünscht sich noch ein Notsignal. Das können wir ja machen, ne? Zuhalten. Also mehr Notsignal geht nicht. So, jetzt drehen wir die Kamera um und ihr könnt gucken, wie er heroisch durch die Büsche bricht. Die Zombies! Ja, wo sind denn die Zombies? Hinterm Baum! Und wieso haben wir jetzt kein großes Messer dabei, um gegen die Zombies vorzugehen? Weil es ein bisschen schwerer war als ein Kilo. Na gut. Okay, Rettungsaktion. Ja, ja, so halbwegs. So halbwegs. Ziemlich gescheitert, würde ich sagen. Ja, jetzt. Also, ich breche auf. Ich habe hier die Sammelgefäße dabei. Die waren eigentlich für den Gürtel gedacht, aber mal nachher vielleicht. Um erstens eine Karte der Umgebung anzufertigen und zweitens, um mal zu gucken, was ich sonst noch so finde. Also, Erkundungstour läuft jetzt wieder mit langsamer Action. Denn schnelle Action tut weh. Nee, ist besser als gedacht mit meinem Knie. Das hätte ich mir wirklich noch schlimmer vorgestellt. Von daher mag ich mich nicht beklagen und freue mich, dass doch einigermaßen in Ordnung ist. Also das, gestern hat sich schlimmer angefühlt als heute. Gut, ich habe jetzt gestern auch nichts Gravierendes, Dramatisches gemacht, aber nichtsdestotrotz ist das gut. So, ja. Was kann ich denn einfüllen in meine Sammelröhrchen? Naja, Blaubeeren logischerweise. Ich stehe hier nämlich mittendrin. Es ist oft so, wenn man gerade so eine Riesenfläche Blaubeeren hat, dass da gar nicht mal so viele zu finden sind, weil diese Riesenflächen, die werden ja auch gerne von anderen Lebewesen, sage ich jetzt mal, ein wenig heimgesucht. Und da muss man gerade schauen, dass noch welche übrig sind. Ja, das mit dem Wind ist jetzt blöd. Ja, jedenfalls würde ich hier jetzt mal ein wenig sammeln. Hüpp. Dann könnt ihr auch ein bisschen tiefer kommen, dann hört ihr auch wieder was. Ja, das ist jetzt für mein Knie nicht optimal. Gar nicht. Aber für den Ton. Gut, ich habe Blaubeeren gesammelt. Ganz, ganz viele. Die tue ich jetzt hier rein. Mist, das ging schon daneben. Ja gut, drei habe ich getroffen, der Rest ging daneben. Das sollte ich nächstes Mal anders tun. Gut, aber das brauche ich, mache ich nachher ohne Kamera. Das brauche ich ja euch jetzt nicht groß zeigen, wie man Blaubeeren pflückt. So, wir haben jetzt an Sachen, die aufzuzeichnen wären. Interessant wäre natürlich, wenn ich jetzt so tue, als sei der Lagerplatz mal die Mitte von der Karte. Ne?
Das wäre dann, ich habe zwei Stück Papier, ich kann also, ich kann also theoretisch zwei Versuche machen, kartenzeichnerischer Art. Ne? So, das ist mein Papier. Und ich würde jetzt einfach mal den Mittelpunkt der Karte, das mache ich auch gleich off-Kamera, weil da brauche ich zwei Hände, würde ich jetzt mal markieren, dass da das Lager ist und dann einfach die Umgebung vom Lager so ein bisschen skizzieren, so schemenhaft. Dass ich also sage, alter Wald, junger Wald, hier ist eine Rückengasse, da ist ein Weg und so weiter. Das wäre jetzt so ein bisschen der Plan, damit man eben entsprechend das Lager wiederfindet. Und wenn ich jetzt irgendwelche besonderen Ressourcen finde und irgendwelche Points of Interest, dann kann ich die auch noch auf der Karte eintragen, zumindest jetzt in der näheren Umgebung vom Lagerplatz entsprechend. Okay, also das mache ich jetzt soweit erstmal.